Ja, grüßt euch meine Resten und willkommen zurück hier zu Gold Rush The Game beim DSV. Ich bin euer Tribun und ich muss jetzt Gold waschen. Wir haben 9,7 Unzen. Da legen wir direkt mal los hier. Hopp. Weil ich kann jetzt nicht weiter abbauen. Ich muss jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise auswaschen. Bremst mich jetzt ein bisschen. Die Maschinen laufen zwar noch alle, aber es ist okay. Es ist okay. So, der ist schon wieder bei 100%. Hier hast du. Boom. Das waren jetzt knapp 2 Stunden, die ich damit verbracht habe, Abraum durch die Waschmaschine zu jagen. Hab ich immer nur ganz kurz, ganz schnell abgewaschen und dann da hingeschmissen, weil. Oh, ist halt so, ne? Dann fange ich direkt mal mit Werbung an, natürlich. Ja. Werbung in eigener Sache. Und zwar haben wir einen Podcast. Und bei Spotify findet ihr den. Unter Alles Much oder was findet ihr den Podcast, wo der Koma-Bär und ich meistens über Gott und die Welt reden und manchmal sogar den ein oder anderen Gast begrüßen können. Ansonsten gibt es eigentlich keine Werbung, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ups. Das war der Falsche. Hopp. So. Hey. So, der ist durch. Hopp. So, und der Eimer, das ist gerade so voll geworden. Juhu. So. Kann man ja mit den anderen Eimern fortfahren. Wo willst du denn hin? Ja, fort. Hopp. Ah. Waren schon mal die ersten 128 Unzen. Kann ich jetzt. So. 300 Unzen haben wir schon mal. Hm. Da muss man warten. War doch schon eine ganz schöne Menge, die ich da durchgejagt habe. Und zack. Dich kann man eigentlich ausschalten. Stopp. Dich kann man ausschalten. Stopp. Gucken wir hier beim nächsten Jahr. Zack. Boom. Hm, da kam jetzt doch mehr Gold durch, als ich dachte. So, okay. Zack. Hopp. Können wir mal ein paar Eimer kaufen. Hopp. Und der nächste. Hopp. Und der nächste. Hopp. Da läuft, da rennt das Geld. Guck mal, 500 Unzen haben wir schon mal. Hopp. Oh, da war ich ein bisschen, zu flott. Ja. Soll's. Was soll der Geiz? Hopp. Und der letzte. Da. Da? Also, welcher wird zuerst unter die 50% fallen? Ich glaube, der da. Alhep. So, jetzt kann das mal fröhlich durchlaufen. So, den schmeiße ich mal da rein. Nee. Ich sag, den schmeiße ich mal da rein. Und den schmeiße ich mal da rein. So. Hier schon mal was vorbereitet. Wenn ich dann nicht alles daneben werfen würde, ne? Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool, Herr Tribun. So, da gab es nochmal 174 Unzen.
Sind wir noch fertig? Nee. Und nochmal 376. Ja. Das bedeutet, ich kann noch 2 Goldbarren rausholen. Uff. Tja. So, du kannst aus. Du kannst aus. So, und dann pilzen wir mal. Hopp. Dann pilzen wir mal zur Schnauze. Uff, ist das jetzt, ne? Na, lad nach. So, wir haben wunderschöne 10.03 Uhr. So, Maschine. Die Maschine. Gold schmelzen. Okay. War mir so klar, dass ich da noch einen drin hatte. So, den lasse ich jetzt einfach hier stehen. Dann kann ich mal hier hinspringen und das Gold einschmelzen und hopp. Dann einfach auf die Ladefläche werfen. Kann ruhig da stehen bleiben bei der Schmiede. Und macht ja nichts. So, hier wollte ich jetzt noch gerne was mitholen. Ganz schön aufgeräumt hier. Dich wollte ich mitholen. Upp. Hallo? Ich glaube ja so langsam aber sicher, das Spiel mag es nicht, wenn man Schnellreisen benutzt. Ich hab da so was im Gefühl. Oh, komm her. Dann braucht der nämlich immer so ewig, um nachzuladen. So. Ein bisschen Ordnung machen wir. Nur ein bisschen. So. Oh, das reicht an Ordnung. So, dann schmeißen wir mal die ganze Maschinerie da wieder an. Schlauch. Jumps. Schlauch. Jumps. Startet die Motoren. Okay. Wo war ich jetzt eigentlich dran? War ich jetzt hier mit dem Bagger beschäftigt oder mit dem anderen Bagger beschäftigt? Uff. Uff. Mit dem anderen scheinbar. Ich glaube, wir müssen da mal umbaden. So kommt es mir mal vor. Ich den mal ein bisschen vorziehe. Ah. Motor an. Und ein bisschen vor. Nee, zurück. Müsste passen, ne? So, Motor aus. Buddeln wir mal wieder von oben da rein. Bald Zeit, dass ich da einen wieder raushole aus der ganzen Gleichung. So, zack. Rum. Ja, machen wir so. Machen wir mal so und dann so und dann. Gucken, ob wir da reinziehen können. Ah ja, sicher bleibt. Oh mein Gott. Ding. Geh zum Goldschmied. Ja. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Und nein, ich habe keine Angst, dass mir das wieder ein bisschen Gold geklaut wird, während der da hinten irgendwo beim Schmied steht. Das ist ja eher, mir wurde ja mal geklaut, als ich sowieso alles hier bei mir hatte.
steht denn meine Tastatur so weit weg? Ich fall hier Strecken, um spielen zu können. Hoch. Ah! So. Ups. So. Moin, hast du dir auch das Beer Factory Fame Dingsbums gekauft? Und diese Probleme, dass man manche Sachen erst neu machen? Nein. Ach so, apropos. Mach ich auch viel zu selten. Wenn ihr mal mir Fragen an einen von uns stellen wollt, oder an mich, oder überhaupt mal mit Gleichgesinnten kommunizieren möchtet, seid auch gerne auf dem Discord eingeladen. Sollte eigentlich unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ja, Link zu unserem Discord-Server. Und da seht ihr auch manchmal, da gibt es auch manchmal Tipps und Tricks. Oder einfach schon mal Benachrichtigungen, was jetzt so als nächstes geplant wird von uns Fünfen. Ich muss sagen, wir grooven uns jetzt wirklich langsam, aber sicher richtig gut ein. Was Videoproduktion und so angeht. Ich stehe hier ein bisschen kacke, wa? So, dann komme ich da schon nämlich dran. Tja. Also wie gesagt, ihr seid herzlichst eingeladen, auf dem Discord zu kommen, zu sagen, ich kenne euch, ich habe Videos gesehen. Und dann sagen wir sowas wie, ja, machen wir auch. Also Videos. So. Ich stehe hier irgendwie gefühlt zu weit weg vom Schuss. Moment. Also, so. Alle hepp. Nur zu weit weg. Ja, sag einmal. Einmal. Okay, für mich ist es gerade im Moment sehr, sehr früh morgens. Ich glaube, das ist der Grund, warum es hier irgendwie ein bisschen hakt. Es hakt ein bisschen. Ja, das sollten wir jetzt gleich, so wie wir uns vom DSV langsam eingrooven, sollte ich jetzt wirklich hier wieder eingrooven können. Hallo? Danke. Dann jo, dann eine Frage zu Beer Factory, aber da habe ich nur den Prolog gespielt. Habt ihr hoffentlich auch gesehen. Was heißt der Prolog? Ich habe den Playtest gespielt. Ich muss sagen, hätte ich mehr Zeit, hätte ich es gespielt. Trifft so ganz meine Erwartung an ein Spiel im Moment. Außer natürlich, es wäre EA, also Early Access, dann nicht. So, was ist hier sauber machen, da sauber machen. Ja, das war ja jetzt mal nichts, ne? Ich muss jetzt mal das Zeug da direkt neben dem Bagger wegkriegen. Ich stehe hier im komplett falschen Winkel. Oh. Hat er sich kacke hingestellt? Ja, hat er. Spricht er von sich in der dritten Person? Ja, tut er. Verrückter Tribun. Jawohl. Aber wir müssen ja alle ein bisschen grüner sein, oder? Wollte ich eigentlich nicht eine Timelapse-Aufnahme machen?
Eigentlich schon, ne? So, jetzt grabe ich hier immer noch schön am Rand rum. Vielleicht kommt da so ein Bagger von oben runtergeflogen. Huck, huck! Bims, eins Bagger, der dir auf den Kopf drauf fällt. Oh. Au. Schaufelbagger da einem aus dem Kopf raus, Alter, das dauert bestimmt auch eine Minute, zwei. So. Jetzt sind wir schön oben ab. Wie tut die Platine, Martini kaputt? Okay. Dann ab zum Zahnarzt. Konzentration. Ich muss das Zeug hier noch neben mir wegkriegen. Knubbel da. So. Und so, und so, und so. Hier war ja auch ein Teil der Goldader. Ich glaube, das ist der Grund, warum da plötzlich 600 Unzen da drin waren. Nee. Über 600 Unzen. Aber ich denke, das sollte man eigentlich in der Saison hier schaffen, diesen Claim hier komplett zu reinigen. Ich wollte mal gucken, wie viele Leute das geschafft haben. Wie viel Prozent. Mit irgendeiner Errungenschaft, die man entweder 70% von allen Claims leeren muss oder 90% von allen Claims. Ich glaube, das waren nicht so viele. Ich stehe schon wieder richtig kacke. Moch. Da steht ihr doch schon viel besser. Das steht ihr doch. Life is life. No, 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 no. Und, hopp. Moch.
So, wie kompliziert möchtest du in diese Parklücke da reinfahren? Ja. Oh, jetzt können wir hier Platz schaffen ohne dafür. Hier können wir nicht. Ich stehe zu nah dran. Park! Hallo? Hey, dich. Bleib hinten im Heck an dem Schürfgut hängen. Finde einen besseren Ort, ja. Wie findest du den? Ja, schlecht. Och, ja. Alles runter? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt aber. So, dann lassen wir den Motor einfach mal laufen. Aus Gründen. So, dich holen wir jetzt mal aus dem Fies. Ich komme nirgendwo dran. Ach, der galitscht. So. Andere ist auch komplett eingefahren. Ich glaube, sobald ich das hier jetzt mal weggebaggert habe, hole ich den hier mal raus und fahre den anderen mal komplett aus. Ja, da sollen auch noch 100 Unzen liegen. Und natürlich mit. So, dann sind wir jetzt hier. Hopp. Machen wir mal an den Käse. Ach, da schau, guck. Was ist überhaupt alles denn da? So, dann tragen wir mal schön ab. Erdreich. Nur nicht zu nah an die Ketten kommen. Wir wollen hier nicht runterrutschen. Ups. Ging nur ein bisschen was daneben. Jetzt komme ich eigentlich noch tiefer. Ein größeren Bagger! Längeren Arm. Nicht von oben Bagger. So. Flumm. So.
ein Träumchen. Ein Träumchen von einem Baggerspiel. Das möchte mein innerer Monk. Obwohl ich hier in der Aufnahme bin. Auf die Frage antworten, weil sonst vergesse ich das auch noch. Deswegen sage ich jetzt schon mal, ein bisschen früher als sonst, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar, ihr kennt es ja, Abo sowieso und über den Tosch, das sind wir auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo die waren. Ich werde dann, glaube ich, in der nächsten Folge in den ersten 2 Minuten nur ein Begrüßungstextchen runterrasseln und dann direkt in den Timelapse gehen. Ja. Um dann hier einen Großteil wegzuschürfen. Offcam werde ich jetzt noch den zweiten Satz Matten voll machen. Beim Timelapse sieht das so komisch aus, wenn ich die, wenn ich das Sexy Car Wash mache. Also wenn ich die Matten auswasche und die Eimer leere und Hasse nicht hier sehen und versuche Gold rauszukriegen. Ja, dann seid mal gespannt, was in der nächsten Folge so alles schief gehen wird. Ich sag vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.